Wollen wir mal, ja komm, wir gehen mal ins lokale Cluster und besuchen mal den Mond im Sonnensystem Sol. Das haben wir uns ja noch gar nicht angeschaut. Ist natürlich unser heimisches Sonnensystem. Und da kommen schon irgendwie Heimatgefühle auf. Neuer Nachrichteneingang. Ne? Stelle durch. Ich bin froh, dass Sie in der Gegend waren, Commander. Wir haben einen Notfall und Sie sind der Einzige, dem ich diesen Job anvertrauen kann. Aha. Wie kann ich helfen, Admiral? Biotische Fanatiker haben eine medizinische Forschungsstation mit einer psychotropischen Droge angegriffen. Die Drogen haben die Forscher vorübergehend verrückt gemacht und die Biotika nutzen sie nun als menschliche Schilde. Wenn ich auf alles schieße, was sich bewegt, müssen also viele Forscher sterben. Genau. Ein normales Team würde mit den Biotikern fertig, aber dann würden bei der Operation viele Forscher ihr Leben verlieren. Darum habe ich an Sie gedacht. Ich hoffe, dass Sie die Verluste minimal halten können. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um diese Forscher zu retten, Admiral. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten der Station. 5. Flotte Ende. Okay, das ist jetzt aber nicht hier mit in dem Sonnensystem, oder? Das klingt irgendwie, als ob es woanders wäre. Gut, wir schauen uns mal das Sonnensystem hier an. Kennen wir ja natürlich, kennen wir alle. Lustig ist, wir haben hier doch eine etwas unaktuelle Variante, weil Pluto damals noch ein Planet war. Und deswegen wird er hier natürlich noch mit aufgeführt. Ich finde aber interessant, dass die Umlaufbahn von Saturn so unglaublich nahe ist, ne? Von Neptun meine ich, nicht von Saturn, Entschuldigung. Gut, aber die sind auch alle so kreisrund. Also wir sehen, wir haben hier Beschreibungstexte, die jeden Planeten hier im Sonnensystem ein bisschen umschreiben. Gibt es die anderen Planeten genauso? Ja, das ist Neptun. Okay, hätte auch irgendwas anderes sein können, ich weiß ja nicht. Gut, und dann machen wir uns mal auf den Weg zum Mond. Denn dort wartet ja auf der Rückseite des Mondes das Quest auf uns. Nicht die Venus, nicht die Erde, beim Mond nebenan. Genau. Und da wartet ja eine verrückt gewordene KI auf uns, VI. Und die wollen wir natürlich mal ein bisschen ruhig stellen. Früher wurde der Mond vor allem als Helium-3-Quelle genutzt. Heute werden dort Materialien für Weltraumstationen abgebaut. Mit den Materialien vom Mond wurden 2 Dutzend große Stationen an den L4 und L5 Lagrange-Punkten der Erde gebaut. Was auch immer. Wir machen uns auf den Weg. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wir nehmen wieder Tali und Garrus mit. Genau. Wunderbar. Ach, wie schön, wir haben mal die Erde gesehen. Die werden wir übrigens im 3. Teil auch bereisen, da wird die Endschlacht nämlich in London stattfinden. Aber dazu noch im 3. Teil mehr. Jetzt schauen wir erstmal, was uns hier erwartet. Mal kurz einen Blick. Ach, schön, die Erde. Wunderschön, ne? Gut, haben wir mal so ein bisschen die Aussicht. Und so viel gibt's gar nicht. Trümmer und das Allianz-Testgelände. Gut, dann schaue ich mal bei den Trümmern. Wenn es da nichts Besonderes gibt, dann sehen wir uns beim Allianz-Testgelände wieder, wie das eben immer so ist. Also bis gleich. Gut, die Trümmer waren nichts Besonderes. Das war einfach nur eine Sonde, die wir mit unserer Elektronikfähigkeit dann auch dechiffrieren konnten. Also auf dem Weg zum Allianz-Testgelände natürlich, zum Testgelände. Und wir sehen schon, hier gibt es mal wieder ein bisschen Gegenwehr. Keine Gegner diesmal, die herumlaufen, sondern da einfach nur die VI verrückt spielt, gibt es hier nur maschinelle Gegenwehr. Im Falle hier außen sind das eben die Geschütztürme. Gut, die räumen wir mal fix weg, das ist ja jetzt nicht so das Problem. So, noch die 2 hier hinten. Mal ein bisschen draufgehalten, den können wir gleich mit dem MG-Platt machen. Den noch und dann passt das doch. Okay, wir scheinen 3 Zugänge zu haben, die alle hier von den Dingens geschützt wurden. Schauen wir doch einfach mal rein. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Okay, los geht's. Den grundsätzlichen Aufbau von den Dingern kennen wir ja. Das sieht genauso aus wie bei den Sektenspinnern damals. Also, ich muss sagen, so eine Basis für mich wäre das jetzt nicht unbedingt, ne? Okay, wir dechiffrieren fix. Die Ecke ist schlecht. Kommen wir da durch? Ja, sehr gut. Okay, haben wir das geklärt? Schon wieder solche Energieeinschlüsse. Sag mal, was ist denn hier los? Wieder bloß sinnlos zum Zerballern wahrscheinlich? Ich habe keine Ahnung. Gut, auch hier mal kurz dechiffriert. Das ist ja schnell abgehakt. Gut, haben wir das?
dann schauen wir mal kurz. Ja, das bringt eigentlich überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht, wozu die da sind. Naja, was soll's. Hacken wir hier auch noch drauf. Warum sollten wir die stehen lassen? Die können wir eigentlich, weißt du, die hauen einfach weg, die Dinger. Keine Ahnung, was die für einen Sinn haben. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie hier mit zum VI-Kern gehört oder wofür genau die da sind. Naja, egal. So, da haben wir schon Gegner. Wir können auch schon nicht mehr speichern. Angriffsdrohnen. Wie süß. Na gut, dann nehmen wir uns die mal vor. Mal hier in Deckung gehen. So, wir müssen nur schauen, dass wir hier nicht von der Seite flankiert werden. Dass wir irgendwie nicht von rechts kommen. Aber scheinen sie nicht zu machen. Gut, halten wir hier weiter drauf. Oh scheiße, ich glaube... Wenn die von... Moment, wo sind die denn? Ach doch, shit! Oh, die sind ja direkt vor mir! Die kleinen Bitches! Na gut, holen wir uns den auch noch und dann war's das auch schon. Mensch, die haben ja mir gar nichts weiter abgezogen hier. Die kleinen Säcke, da sag ich noch, müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht flankieren. Und dann machen sie genau das, bloß nicht von der Seite, von der ich das erwarte. Na gut, von mir aus. Die Energieanschlüsse müssen vernichtet werden. Ich weiß immer noch nicht, wofür die sind. Vielleicht können wir die auch einfach im Kampf mit benutzen, um da drauf zu hacken und die Gegner damit zu töten, wenn die explodieren. Ich weiß es ja nicht. Na gut, nehmen wir die im Vorbeirennen mit weg. Oh, da sind aber viele Ausrufezeichen unten auf dem Radar. Bin ich ja mal gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Ich hoffe mal, hier gibt es nicht zu viel Gegenwehr. Gar keine. Okay. Warum nicht? Was sind das denn für Dinger? Okay, hier haben wir die VI-Röhren. Sehen genauso aus wie die Giftanschlüsse. Ja, Alarm, Giftgas wird eingeleitet, natürlich. Und ich erzähle sofort was den Giftanschlüssen. Okay, das fügt uns tatsächlich Schaden zu, wenn wir die Dinger zerstören. Aber nur, wenn wir sie zerstören, wie es aussieht. Die sehen genauso aus wie die Energieanschlüsse. Aber die sind offenbar dann doch die richtigen Teile. Na gut. Ist jetzt natürlich nicht allzu spannend. Räumen wir die mal weg. Und... Ah, dieses Geräusch. War jetzt ganz ziemlich laut auf dem Kopfhörer, muss ich sagen. Gut, hauen wir die auch mal weg. Hier gibt es ja keine Gegenwehr mehr. Von mir aus, von mir aus. Soll mir recht sein. So, den letzten noch. Die Lichter auf der optischen Anzeige blinken auf und verlöschen. Einer der drei VI-Cluster ist offline. Okay, wir haben ja gesehen, es gibt drei Eingänge und drei VI-Cluster. Deshalb nehme ich an, dass die anderen beiden Stationen genauso aussehen und dass wir da ebenfalls nochmal, wie wir es auch hier gemacht haben, die VI-Kerne zerstören müssen. Ja, hätte man ein bisschen abwechslungsreicher gestalten können. Also ich weiß ja nicht, ob es wirklich so ist, aber es wirkt momentan so. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Nee. Ach nee, ist der Eingang. Gut, hier unten ist aus, okay. Na gut. Dann schauen wir mal nach, ob das wirklich so ist, wie ich mir das denke, dass einfach nur nebenan die Dinger genauso aussehen, die Eingänge. Gut, und ich mache da mal eine ganz kurze Unterbrechung. Wir sehen uns gleich beim nächsten wieder. Und da sind wir auch schon. Hier ist der nächste Eingang. In den stürzen wir uns rein. Und ja, tatsächlich, es ist wieder genau dieselbe Einrichtung. Energieanschlüsse müssen sterben. So. Haben wir das damit weggeräumt? Hier gibt es noch was zum Dechiffrieren. Gut, können wir schon nicht mehr schnell speichern? Ist ja Wahnsinn. Sind die schon wieder so nah, die Typen da? Beziehungsweise die Drohnen. Na gut, von mir aus. Ich hoffe zumindest mal, dass es wieder Drohnen sind und nicht, dass es jetzt auf einmal noch schwerer wird. Sieht aber genauso aus wie vorhin eigentlich. Ja, ja, sind wieder Angriffsdrohnen. Gut, dann sorgen wir mal dafür, dass unsere Teammitglieder hier in der Nähe bleiben. Und lassen uns mal ein bisschen zurückfallen. Dann müssen wir nicht hier so wie vorhin kämpfen. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Ich meine, die fügen ja nicht viel Schaden zu, die Dinger, ne? Aber mir ist es trotzdem lieber, wenn die einen nicht so flankieren können. Okay, hier auf der linken Seite noch. Halt mal einfach mal drauf, jawoll! Geht ohne Probleme. Scheiße, Waffe überladen. Macht ihr das mal. Dankeschön.
Gut, das scheint auch schon wieder für dieses Abteil hier gewesen zu sein. Na, willst du wohl mal kaputt gehen? Sage mal. Scheint schon kaputt zu sein, okay. Ich glaube, das war die Explosion, die da zwei von den Angriffsdrohnen dahin gerauft hat. Von mir aus, soll mir recht sein. Ja, ja, sieht genauso aus wie nebenan. Gibt wieder diese 8 Knoten, die wir zerstören müssen. Oh, hätte man ein bisschen anders gestalten können. Ist ein bisschen dröge. Aber gut, wir haben noch einen Datenpunkt, da schauen wir gleich rein. Alarm! Kinetische Barrierenfelder werden im gesamten Bunkerkomplex hochgefahren. Okay. Aber hier also eine etwas andere Beteiligungseinrichtung als nebenan, wo die Giftgas-Dinge dazu kamen. Soll mir recht sein. Ist jetzt natürlich auch nicht so der Riesenunterschied. Aber was soll's? Und wir schauen hier noch. Oh, es gibt bloß einen Codex-Eintrag, ist Alarm. Na gut, dann gehen wir eben nebenan noch hin. Ah, die Dinge sind wirklich jetzt überall, die Barrieren hier. Okay. Nehmen wir hier auch noch kurz alles hoch. Ist ja fix erledigt hier, die ganze Geschichte. Alles kein Ding. Und dann... Ach, verdammt, ich Idiot. Ich sollte vielleicht auch mal auf die Überhitzung der Waffe schauen. Gut. Und dann können wir uns dann aufmachen zum letzten. 2 der 3 VI-Cluster sind offline. Damit geht's auf zum letzten Komplex hier. Und dann haben wir das auch erledigt. Okay, die Barrieren sind immer noch da, obwohl der VI-Kern hier abgeschaltet ist. Finde ich ein bisschen komisch irgendwie, weil woher beziehen die ihre Energie, um noch aufrechterhalten zu werden? Wobei, wenn ich bedenke, dass die in den Kämpfen auch immer die Barrieren machen, sind wahrscheinlich irgendwie selbsterhaltend. Ich weiß es nicht. Gut. Fahren wir uns unseren Weg hier durch, nicht das Problem. Und dann fahren wir mal nach nebenan. So, fix nach hier drüben. Kurz eingepackt. Und dann auch noch in den letzten Komplex. Selbes Spiel wahrscheinlich nochmal. Macht es jetzt nicht wirklich spannend, muss ich sagen. Okay, auch hier schon wieder diese Energieanschlüsse. Sterbt, sterbt, sterbt! Wenn ich das so bedenke, schon wieder kein Schnellspeicher möglich. Mensch. Wenn ich das so bedenke, ich glaube, Admiral Hackett, verdammt, hatte mal gesagt, dass wir möglichst wenig Schaden machen sollen. Ah, scheiße, ich glaube, das wird nichts mehr. Nee. Oh, dumm, wie peinlich. Naja, einmal verkackt und dann findet man die richtige Linie nicht mehr, ne? Hat man irgendeine Idee und verkackt sie dann und dann ist es zu spät. Was soll's? Haben wir mal ein bisschen Universalgeld ausgegeben. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Okay, wir machen es nochmal genauso wie gerade eben nebenan auch. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Oh, Raketendrohne, was? Da möchten wir mal ein bisschen mehr aufpassen. Und ich muss mal ganz fix die Waffe wechseln. Oi, sag mal. Okay, dann müssen wir mal gucken. Nicht, dass die uns hier noch irgendwie schwierig werden, aber das war's auch schon für die Raketendrohnen. Gut, Level Up haben wir auch. Wunderbar. Da war's nur noch einer, den wir uns holen müssten. Irgendwo da hinten. Was macht... Ach, das wird eine Raketendrohne, okay. Beziehungsweise war. Nun ist auch diese weg. Und damit haben wir sämtlichen Widerstand vernichtet hier. Dann müssen wir jetzt nur noch die VI-Kerne deaktivieren und dann hat sich das Ganze auch. Schön. Ja, war jetzt ein bisschen dröge, das Quest, muss ich sagen. Also, da gibt's schönere. Gut, was soll es von mir aus? So, was kommt diesmal? Zusätzliche Sicherheitsdrohnen werden... Ach. Krieg ich jetzt auch erst mit, die Barrieren sind hier auch da. Ich dachte, die sind immer bloß für den jeweiligen Komplex, aber... Das scheint sich alles zu kumulieren, also wir scheinen jetzt alle Sicherheitsmaßnahmen zu haben. Gut, da bin ich mal gespannt, was jetzt an zusätzlichen Drohnen hier noch reingekommen ist. Och Gott, die paar. Ist ja niedlich. Die 4 Stück oder was das ist. Gut, hacken wir die auch noch weg. Und dann haben wir es geschafft. Verdammt, ich Idiot. Wieder die Waffe überhitzt. Aber wir haben ja unsere Teamkollegen, die helfen uns hier noch ein bisschen mit. So,
So. Ist auch auf dieser Front jetzt Ruhe. Hauen wir noch die VI-Röhren hier weg. Und damit hat sich das Ganze dann erledigt. Wunderbar. Das plötzliche Auftreten von weißem Rauschen auf allen Frequenzen macht sie fast taub. Das hat ihres Kampfanzugs übersetzt das Signal in eine Serie von Nullen und Einsen. 010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 01
bergen wir mal. Und das müsste eigentlich das letzte proteanische Artefakt sein, würde ich denken. Proteanische Datendisk gefunden. Im Inneren der Monumentspitze befinden sich einige Kinderspielzeuge und abgewetzte Kleidungsstücke und eine proteanische Datendisk. Aha. Was machen denn die Kinderspielzeuge und die Kleidungsstücke hier? Na gut, von mir aus. Also ich denke, damit müssen wir eigentlich die proteanischen Disks abgeschlossen haben. Kam gar keine Meldung hier. Aber es ist auch nicht mal mit oben drin. Also gucken wir mal kurz. Kasari Konsorten ist auch schon mit dabei. Keeper Scan. Ah, das ist also wirklich abgebrochen worden. Gut, wo ist es? Wo ist es? Ich sehe es gerade auf die Schnelle nicht. Hier, Sammlung komplett. Das sind die Asari-Schriften. Okay, die scheinen also einfach runter zu rutschen, ohne dass man es merkt. Hier, Sammlung komplett. Proteane-Artefakt. Ist ja ein bisschen lame. Na gut, haben wir das auch abgeschlossen. Und damit schauen wir mal unten bei der Forschungseinrichtung von Cerberus vorbei. Hier hat uns ja Admiral oder Rear Admiral Kahoku drauf gestoßen. Mal schauen. So, da sind wir schon drin. Gut, und wir schauen mal, was es denn hier gibt. Ob wir denn hier irgendwie Cerberus ein bisschen ans Bein pinkeln können. Das fände ich ja ganz schön. Erstmal fix überbrückt den ganzen Kram. Wunderbar. Gut. Und dann bin ich mal gespannt, welche Gräueltaten sie hier vollbringen, die Cerberus-Leute. Wir haben ja schon gemerkt, die sind ein bisschen gewissenlos. Okay. Rachni. Eine Rachni. Na gut, öffnen wir das Ganze mal. Oh, es sind ja noch ein paar mehr hier. Sind ja gar nicht bloß die paar. Okay. Dann heißt es also Krieg. Die haben wir erstmal weg hier, die Technikerin. Okay, das kriegen wir noch hin. Die Techniker sind ja nicht das Problem. Die halten ja nicht allzu viel aus. Oh, Cerberus Kommando, der scheint schon ein bisschen mehr wegzustecken. Okay. Noch ein Kommando. Schade, ich dachte, ich könnte ihm mal jetzt auf die Fresse geben, aber hat nicht ganz funktioniert. Na gut. Ich mache ich fertig. Das ist so sympathisch, diese Synchronstimme. einen haben wir noch. Okay, mit den Jägern können wir nichts mehr machen. Gut, dann kümmern wir uns mal um den letzten, den wir hier noch haben. Sie haben die Bedrohung dieser Einrichtung ausgeschaltet. Untersuchen Sie jetzt eines der anderen nahegelegenen Labore. Okay. Auch die Wege ist aufgestockt. Was haben wir hier? Offenbar hat Cerberus noch weitere Basen auf dieser Welt, Commander. Ja, du bist ein Sherlock. Das weiß ich doch. Das hat mir das Ding doch schon gesagt. Na gut, von mir aus. Dann machen wir uns also auf den Weg zur nächsten Laboreinrichtung. Allzu viel gab es ja hier jetzt nicht, muss ich mal so feststellen. So, und da sind wir auch schon bei der nächsten Einrichtung. Mal schauen, ob es hier ein bisschen mehr gibt oder ob das wieder genauso aussehen wird wie gerade eben. Erstmal hauen wir aber hier die Schütztürme weg. So, damit hat sich das auch erledigt. Und dann werfen wir mal einen Blick ins Innere dieser Forschungseinrichtung. Die sieht zufälligerweise wieder genauso aus wie davor. Ich meine, gut, man hat halt nicht so viel Budget gehabt beim ersten Teil, ne? Da musste man erstmal mit ein bisschen weniger Budget auskommen. Ab dem zweiten Teil ist das dann alles ein bisschen mehr durchgestylt und da hatte man dann auch mehr Geld, um eben nicht unbedingt... Okay, wir haben hier Creeper oder... Ist das Creeper? Ich glaube schon, ne? Los, los, los! Aber haben wir erstmal hier an der Rande weg hier. Diesmal haben wir ja daraus gelernt. Ja, kann man mal machen, ne? Bester Moment aller Zeiten, um irgendwas zu überbrücken. Gut. Ja, hauen mal hier alles weg. Okay, nee, im zweiten Teil ist es dann halt alles ein bisschen durchgestylt, aber da hat man dann auch einfach mehr Geld. Da mussten sie nicht mehr so sparsam sein und immer wieder dasselbe Modell verwenden. Dementsprechend ist es so alles ein bisschen abwechslungsreicher. Ach, scheiße. Na komm. So, jetzt aber. Strecken wir den auch nieder und dann können wir jetzt ganz in Ruhe uns um die Creeper hier drinnen kümmern. Die haben sie dann, die laufen auf der Stelle. Ist ja putzig. Gut, machen das mal unsere Kollegen kurz. Oder halt noch mehr, was soll's. Unter den Creeper-Leichen gab es keine Spur von Kahoku.
muss sich in einem anderen Labor in diesem Bereich befinden. Kohaku? Hieß er nicht Kahoku? Na gut, egal. Wieso soll der denn... Welche Cerberus-Schrecken wir wohl in der nächsten Basis finden? Ja, wieso gehen die denn zwangsweise davon aus, dass Kahoku in irgendeiner dieser Basen drin sein muss? Ich meine, das ist ja nicht zwangsweise gesagt, dass sie ihn erwischt haben. Ist zwar wahrscheinlich, aber muss ja nicht sein, ne? Na gut, was soll's. Wir machen uns auf den Weg zur nächsten Basis. Und da sind wir auch schon. So, das ist die letzte der Cerberus-Basen. Und ich bin mal gespannt, wenn die das schon so ankündigen, dann wird Kahoku wohl hier drin sein mit. Gut, räumen wir erstmal die Geschütztürme beiseite. Kein Problem. Haben wir jetzt schon ein bisschen Übung drin. Und dann schauen wir mal in die Basis. Das wird jetzt übrigens auch das letzte sein, was ich jetzt noch mache. Danach, denke ich mal, werde ich die Aufnahmesession erstmal beenden. Habe jetzt auch wirklich lang genug gespielt. Ich habe... Alter... Ich habe 8 Stunden. 8 Stunden habe ich aufgenommen. 8 Stunden. Wow. Ja, gut. Warum nicht? Kann man machen, ne? Gut, räumen wir auch hier wieder erstmal das Sicherheitspersonal an der Seite weg. Alter. 8 Stunden. Ich komme nicht drüber weg. Das ist ja noch schlimmer als meine letzte Aufnahmesession. Ich muss irgendwie krank. Ey. Ja, diese scheiß Biotika immer. Ich muss irgendwie krank sein, ich weiß auch nicht. Gut, sind wir mal die noch mal kurz hier mit zur Seite. What? Von wo? Gut, haben wir uns fix geheilt. Bevor wir hier noch verenden, das wäre ein bisschen ungünstig. Okay, den einen noch. Und dann dürften es ja nur noch die hier drin sein. Was haben wir denn hier drin? Ach, die kleinen Rachdi-Viecher. Nur ein letzter Halt, Shepard. Das sind wir Kahoku schuldig. Und da scheint er zu liegen, Rear Admiral Kahoku. Er hat es leider nicht geschafft. Tja. Das Leben ist hart. Und der Tod auch. Sie tasten nach dem Puls, finden aber keinen. Admiral Kahoku ist tot. Trotz der wilden Bestien, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leiche keine Spur von Verletzungen auf. Die Nadeleinstiche auf seinem Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Tja, Kahoku. Shepard, da drüben. Es ist Admiral Kahoku. Ich weiß. Cerberus muss ihn aufgespürt haben. Ihr seid zwei Sherlocks, es ist unglaublich. Tja, Kahoku hat leider seine Nachforschungen mit dem Leben bezahlt. Das tut mir wirklich leid für ihn, aber immerhin, wir konnten die Cerberus-Gruppe hier vernichten. Die Sache ist, Cerberus selbst haben wir damit nicht im geringsten berührt, denn die einzelnen Zellen der Cerberus-Gruppe agieren unabhängig voneinander. Das werden wir im zweiten Teil noch mitsehen. Tja, irgendwie ist er halt umsonst gestorben. Ne? Das tut mir leid. Aber wir werden auch noch sehen, das ist die normale Firmenpolitik von Cerberus. Wer stört, wird verfolgt, bis er vernichtet wird. Gut, an dieser Stelle mache ich jetzt aber mal Schluss. Wir haben wirklich lang genug gespielt und beim nächsten Mal machen wir dann noch die restlichen Nebenaufträge und dann geht's auf nach Eilos und zum großen Finale. Bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Platzieren wir uns hier so ein bisschen stilvoll vor dem Marco. Gut. Und dann sehen wir uns wieder, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin und tschüss.